Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier im Format Doctors Kitchen Talk, wo ich wieder Gast sein darf, hier in der Swiss Mountain Klinik. Und es ist sowas von spannend für mich, einfach mal zu sehen, wie hier gekocht wird. Aber nicht irgendwie gekocht wird, sondern es wird einfach darauf geachtet, dass der Patient letztendlich gesund aus dem Haus kommt. Und heute zeigen die Damen mir, wie man bei Gelenkproblematiken, Gelenkentzündungen kochen sollte. Und sie haben ein Menü vorbereitet und ich bin ganz gespannt, was das bewirkt und wie es wirkt. Und ich darf Ihnen jetzt die zwei Stars vorstellen. Einerseits die Chefköchin hier in der Swiss Mountain Klinik, Georgia Tesauer. Danke, dass du da bist. Danke. Und die Frau Dr. Friederike Wichel, ganz herzlich willkommen. Und danke, dass ich euch über die Schultern schauen darf und euch nicht störe. Ich bin auch ganz brav heute. Okay. Ach, das tust du nie, Alexander. Also heute, liebe Zuschauer, hat Georgia wirklich ein Gericht kreiert, das ist gigantisch. Das ist vegan, ne? Ja. Soweit ich mich erinnere. Und es ist vor allem gut, wenn Sie an jeglichen Arten von Gelenkschmerzen leiden, also Rheuma, Arthritis, ne? Diese Geschichten, aber auch Arthrose. Die Gelenke, die schmerzen ja immer wieder heutzutage. Und was man nie vergessen darf, ist, dass eigentlich unser Verdauungssystem, vor allem der Darm, wo 80% des Immunsystems sitzen, dass dieser Ausgangsbasis ist für die Entstehung von Gelenkserkrankungen. Denn wenn hier Entzündungen sind und der Körper die nicht mehr behandeln kann oder der Darm löchrig ist, dann werden quasi entzündliche Botenstoffe, unverdaute Eiweißbestandteile gehen über die Leber in den Blutkreislauf und fördern dort verschiedene Entzündungsreaktionen und oftmals haben wir auch entzündliche Prozesse dann an den Gelenken. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man nicht zu Medikamenten zurückgreift, die einfach nur wirklich chemisch in den Entzündungsstoffwechsel eingreifen, sondern dass man die Ernährung wählt und über den Darm mittherapiert. Aber vielleicht noch ganz kurz, was soll derjenige mit Gelenkschmerzen ganz sicher nicht essen? Ach, das ist, kann ich sagen. Das ist auf jeden Fall Gluten, das ist auf jeden Fall die Kuhmilch, das sind auf jeden Fall zu viel industriell verarbeitete Nahrungsmittel mit vielen Zusatzstoffen, Konservierungsstoffen, entzündungsfördernden Substanzen, schlechte Fettsäuren, also hoch erhitztes, alles stark gebratenes, bitte nicht. Und es lohnt sich auch, weil Krankheit entsteht immer aus der Säure heraus, wirklich das tierische Eiweiß mal zu reduzieren, weil gerade diese Massentierhaltung und all das Verarbeitete auch in der Milchproduktion an Käse und auch Wurstwaren ist wirklich übersäuernd und das wollen wir nicht. Wir brauchen eine basische Stoffwechsellage und das schafft man mit einer veganen Ernährung gut. Man muss da einfach auf den Kohlenhydratanteil auch aufpassen und deswegen haben wir hier ein Rezept mit wirklich einem ausgeglichenen, basischen Mikronährstoffprofil basierend auf der Kartoffel. Du erzählst uns jetzt mal, was wir kochen. Ja, wir kochen heute Kartoffelfrikadellen mit Buchweizen und marinierte rote Zwiebel und eine vegane Dillsoße. Ja. Das hört sich schon lecker an. Das ist eine Hauptspeise oder was ist das, ein Abendessen? Ja, das ist eine Hauptspeise. Ja, ich würde sagen, ja. Frikadelle ist doch ein Fisch. Ja, eben. Ich habe auch am Anfang gedacht, aber dann, ja. Also Kartoffelfisch. Kartoffel. Nein, wir sagen vegan. Bei uns früher hat man Boulette gesagt, aber auch das kennt man hier nicht. Also es sind so kleine Plätzchen. Ja, Taler. Plätzchen. Oh, wie bisschen, sagt man? Bisschen dicker wie Kartoffelpuffer. Genau, ja. Mhm. Ja. Sie werden das sehen, liebe Zuschauer, sind hervorragend und köstlich. Ja. Gut. Was wir brauchen, sind 500 Gramm Kartoffeln gekocht. Wir haben das natürlich schon gekocht, weil wir nicht so viel Zeit haben. Mhm. 120 Gramm Buchweizen, das haben wir auch schon gekocht. Also das sollte alles vorher gekocht sein? Ja. Mhm. Zitronensäste, Salz, Kräuter, also wir verwenden für die Frikadellen Petersilie. Mhm. Und dann eine Würzmischung, das heißt Knoblauch, Muskatnuss, ein bisschen Kartoffelmehl, Zwiebelpulver und ein Löffel Hefeflocken. Okay. Ja. Mhm.
Hefeflocken, Nährhefe werden ja ganz oft in der veganen Küche verwendet. Das ist quasi so eine Art, ja, es gibt ein würziges, herbes Aroma, wird ganz oft auch verwendet, wenn man so diesen Käsegeschmack nachahmen möchte und ist eine gute Quelle für B-Vitamine, die ja oftmals in der veganen Ernährung einfach auch mangelhaft vorliegen. Ne? Und ich freue mich besonders, dass wir hier die Kartoffel so verwenden, weil die Kartoffel, die ist ja aus unseren Breitengraden, aus unserer Kultur nicht mehr wegzudenken. Also ich weiß nicht, wer keine Kartoffeln regelmäßig auf dem Teller hat. Und Kartoffel ist Heilmittel, Schonkost und wird ja eigentlich immer verwendet. Aber nicht das Pommes frites oder aus Kroketten was. Pommes chips. Also das meint ihr nicht, hä? Das meine ich nicht. Nee. Also ja, Chips können wir machen, gesunde Kartoffelchips. Genau, ja. Entweder nur getrocknet, ne, ohne Öl oder dann eben in Ölen frittiert, die einfach nicht die gefährlichen Transfettsäuren bilden. Das ist das Wichtige. Oder geklärte Butter. Oder in geklärter Butter, genau. Also man kann schon, man muss nicht Verzicht üben. Das wollen wir Ihnen ja immer beibringen, dass man nicht Verzicht üben muss. Es ist vielleicht das ein oder andere Mal einfach nur ein bisschen aufwendiger in der Zubereitung, als die Chips-Tüte aus dem Supermarkt zu kaufen. Aber Kartoffeln sind eben sehr, sehr basisch, wirkend regulierend auf den Magen-Darm-Trakt, haben viele Mineralien, auch B-Vitamine. Könnten diese Frikadellen, die wir jetzt da machen, vielleicht auch Rösti-Puffer heißen? Oder? Alexander, ja, überlegt den Namen. Ja, Rösti wäre besser als Wort. Gell? Aber du bist ja Schweizerin. Ja, eben. Hab's ja gesagt, ja. Bündnerin. Bündnerin, ja. Ja, aber die sind doch größer, Rösti. Ja, aber wir können Mini-Rösti machen. Jetzt verstehen es wir Schweizer auch. Ja, das ist eine Schweizer Sendung. Ich wohne jetzt in der Schweiz. Bei uns ist das Bulette. Okay. In Berlin. Genau. Und damit machen wir jetzt, wir kochen die vor und machen Kartoffelbrei. Okay. Wunderbar. Kartoffelbrei ist ja eigentlich, hat eine wahnsinnige Auswirkung schnell auf den Blutzuckerspiegel. Geht unheimlich schnell ins Blut, aber wenn der jetzt abkühlen würde, auch die Kartoffeln, wenn die abkühlen würde, dann wandelt sich der Zucker um in resistente Stärke. Und ich habe ein ganz anderes Blutzuckerprofil und natürlich dann noch mal mehr Futter für meine gesunden Darmbakterien. Das habe ich schon mal gehört, die Kartoffeln kochen und dann abkühlen lassen. Genau. Und beim zweiten Mal warm machen, ist das kein Problem mehr, oder? Genau. Und das Wichtige ist einfach auch bei der Kartoffel, bitte immer in Bio-Qualität, ne? Weil Kartoffeln, ja, die beginnen ja dann irgendwann auch zu keimen und das ist ein natürlicher Prozess, aber die Bio-Kartoffeln oder die Nicht-Bio-Kartoffeln, die haben so Keimhemmer eingebaut. Und das ist natürlich gesundheitsschädlich. Ne? Oh. Diese chemischen nicht mal die Stoffe, ist denen man ausgesetzt ist, plus natürlich Pestizide und alles. Die sind wieder sehr, sehr schädigend für ihre Darmwände. Und wie ich gesagt habe, also entzündliche Veränderungen, die man gar nicht so spürt, aber die in der Darmwand vorhanden sind, haben Einfluss auf ihre Gelenke. Gesundheit. Wichtig ist, die Masse muss lauwarm sein. Mhm. Also es ist auch einfacher, die Bällchen zu formen. Ja. Bällchen, Plätzchen, was auch immer. Jegliche Formen können wir verwenden. Also jetzt hat Georgia quasi Buchweizen dazugegeben. Sie schneidet den Knoblauch klein. Ja. Knoblauch ist auch sehr gut, weil hinter Gelenkerkrankungen stecken manchmal parasitäre Belastungen auch. Darf man auch nicht vergessen. Die Gelenke sind ja nicht durchblutet, sondern deswegen sind sie wirklich idealer Ort zum Verstecken für Borrelien, Chlamydien, ganz klassisch, also für Parasiten einfach. Und deswegen Knoblauch, weil Knoblauch ist ganz stark antiparasitär. Ja, dann habe ich Zwiebelpulver dazugegeben. Gerne auch Knoblauch wirklich roh. Ja. Regelmäßig essen. Man kennt das ja auch bei Gelenkerkrankungen, den organischen Schwefel, den man so zu sich nehmen kann, in Form von MSM-Kapseln oder auch Pulver. Bei roher Zwiebel verschwindet nicht nur der Parasit. Ne? Also das ist wirklich ideal, wenn Sie so ein bisschen mit Zwiebel, Knoblauch, mit diesen Gewürzen und Kräutern
und Gemüsesorten, die wir hier verwenden, so ein bisschen experimentieren. Muskatnuss, Hefeflocken. Genau, Hefeflocken habe ich schon gesagt. Und Muskatnuss ist gerade so im Orient auch ein gern gesehenes Gewürz, sehr verdauungsanregend. Kartoffelmehl. Mhm. Aber nur ganz bisschen, zum Binden, weil wir einfach hier keine Eier jetzt verwenden. Es ist eine geringe Menge an Stärke, die wir da wählen. Gepuffter Reis und Hirseflocken, ganz kurz gemixt. Mhm. Und warum geben wir das dazu, Georgia? Was ist der Effekt? Das bindet ein bisschen. Das ist natürlich jetzt viel. Wir werden nur einen Löffel. Es bindet, aber es ist ja auch ein bisschen körnig, genauso wie der Buchweizen, oder? Ja, genau. Dann hat es... Für die Konsistenz. Genau. Jetzt mache ich nur einen Löffel und dann werde ich schauen, wie die Konsistenz ist. Und dann schauen wir, ob etwas fehlt oder... Kann man Puffreis kaufen oder macht man den selber? Wir kaufen das normalerweise. Ja. Mhm. Oh, das habe ich immer geliebt. Manchi, du kneten? Manchi. Ja, ich auch. Wir Köche, wir arbeiten viel mit Händen. Das könnte man ruhig auch mit einem Löffel machen, aber wir brauchen das. Es ist noch ein bisschen nass. Und wie sollte der Teig idealerweise sein? Ich zeige euch jetzt wie. Also es muss kleben, aber nicht zu viel. Also okay. Nicht zu weich, aber auch nicht zu hart, weil sonst ist es natürlich nicht mehr. Man sieht das ja auch, wenn man den ersten Taler backt. Oder? Ja. Wie der erste Taler geworden genau, ist und sonst könnte man noch dazu führen. Es ist so ein bisschen eine Variation eben von den klassischen Rösti, die man so kennt, um auch ein bisschen Abwechslung in ihre Küche zu bringen. Denn ja, wenn Ihnen einer sagt, stellen Sie mal Ihre Ernährung um und dann sagt man, wie eigentlich? Und dann sollten die Gerichte auch wirklich schmackhaft sein und nahrhaft gleichzeitig und gesundheitsförderlich auf der anderen Seite. Jetzt, es fehlt nur die Petersilie, gehackt. Mhm. Die wird gleich mit eingearbeitet. Und Petersilie, Vitamin C, haben wir schon oft gesagt, aber auch das Grün, ne, das Chlorophyll, das bringt uns Magnesium, das führt zu Entspannung von Muskeln, von Gefäßen. Das Chlorophyll ist einfach... Die Lebendigkeit pur, die Lichtenergie, die wir hier zu uns nehmen. Und das wollen wir. Wir wollen wirklich die Vitalität auf dem Teller. Und all die Stoffe, die uns die Natur zur Verfügung steht, nutzen für unsere Gerichte. Und ich finde es auch immer schön, einheimische Kräuter und Gewürze zu wählen. Denn auch in unseren Breitengraden wächst wirklich viel, viel, was wir nutzen können. Und die kennt unser Körper. Mhm. Okay. Letztes Mal kurz mischen. Mhm. Und was ist quasi die Beilage? Hier habe ich noch Zwiebeln. Ja, und dann haben rote wir noch Zwiebeln. Mhm. Und dann eben die... Den Joghurt. Okay, den Joghurt für die Soße. Können wir bitte die Pfanne erhitzen? Ja. Mhm. Was für ein Öl nehmen wir zum Braten jetzt? Kokosöl oder? Olivenöl. Okay. Kokosöl könnten wir auch nehmen. Ne? Oder hier könnte ich mir auch gut vorstellen, dieses ayurvedische Ghee zu verwenden. Ja, das... Das kann man sehr gut auch selber herstellen. Das werden wir Ihnen in einer Sendung noch mal zeigen. Also ich mache es so, es hilft mir. Ich mache zuerst mit dem Eis. Ja, Eiskugel. Genau. Ja. Ich mache zuerst so. Mhm. Okay. Man kann es aber auch mit den Händen machen zu Hause. Ja. Das hilft, weil so, du kannst sicher sein, dass alle die Bällchen haben das gleiche Gewicht, oder? Gleiche Menge. Ja. Gleiche Menge, ja. Das ist natürlich in so einer Klinikküche ganz, ganz wichtig, sonst... Denkt der eine Patient, warum hat der andere mehr auf dem Teller als ich? Genau, und dann werden sie böse mit mir. Zu Hause können sie einfach mit den Händen oder mit dem Löffel so beliebige Formen wählen. Okay, hast du das Öl noch? Hier? Ja, ja, das ist nein, der Essig. Das Öl haben wir dort, ja. Mhm. Also die Konsistenz finde ich so,
Es ist perfekt. Siehst du, es ist, kann man schön... Ich tue das jetzt so auf mittlere Hitze. Nein, Maximum. Dann mache ich später vielleicht ein bisschen... Okay. Danke. Sieht so, doch nicht sagt aus wie der Chef. Nein, nein. Hab ich euch ja gleich gesagt. Aber nur wegen dem Buchweizen, sonst vielleicht. Okay, ja. Hm. Ja. Noch ein Kartoffelpuffer. Oder? Aber einmal machen wir so kleine, eine Sendung Rösti. Können wir eine richtige Rösti machen. Ja, also ja. Richtig knusprig und so. Ja. Toll. Mhm. Ich glaube, jetzt ist gut warm. Ja. Wie weiß man, dass es richtig heiß ist, wenn man so ein bisschen Wasser reingibt? Stimmt's? Nein. Nee? Okay. Ich wollte das mal den Zuschauern zeigen. Ich mache. Das habe ich aber so gelernt. Nein. Jetzt ein Spritzer Wasser und dann weiß ich, es ist richtig heiß. Na, ich mache das nicht, weil es natürlich, es, wie sagt man, spritzt? Es ja, spritzt, ja. Es ist gefährlich. Ja, ich wollte dir nur ein bisschen. Aber ich mache. Okay. Soll ich die reinlegen? Ja. Okay. Jetzt. Ich höre es. Es ist heiß. Ja, ich höre es. Das ist Ihr Test, wenn es ja. Sprudelt. Oder einfach, wir machen mit dem Hand. Ja, ja. Wunderbar. Das duftet hier bei uns in der Showküche, liebe Zuschauer. Wunderbar. Super. Gut, ich kann das machen, Giorgio. Ah, okay. Oder soll ich mich auf die Zwiebeln stürzen? Ja, also wir können, du kannst gerne die Soße vorbereiten. Es ist sehr, sehr einfach. Yeah. Wir müssen einfach Mandeljoghurt. Ach, Mandel ist gut, weil Kokosjoghurt wird ja auch sehr gerne in der veganen Küche verwendet, aber ist, finde ich, für so ein Gericht ein bisschen zu eigen im Geschmack. Mandel ist da neutraler. Und die Mandel ist ja auch eine kraftspendende Nuss, die man sehr gut auch zwischendurch so essen kann, wenn ich nicht weiß, ach, was soll ich essen, ich habe Hunger. Und weil man Nüsse isst und auch so viel zwischendurch verwendet, Giorgio, was soll ich denn machen? Ein bisschen Zitronensäste. Okay. Ein bisschen Salz. Das ist ganz einfach, hat sie gesagt. Ja. Nicht Wasser. Dann ist es gut, bei den Nüssen wollte ich sagen, wenn Sie die vorher wirklich ein bisschen einweichen und dann trocknen. Mhm. Weil dann tun Sie quasi diese Enzymhemmer entfernen. Na, und die Nuss wird viel verträglicher und dann kann man sich so, weiß ich nicht, 500 Gramm Mandeln einfach so vorbereiten und dann immer wieder so zwischendurch nehmen. Gut. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Gern. Mhm. Wir benutzen hier immer mehr Salz, ne? Oft auch Himalaya-Salz. Und ein bisschen Zitronensaft. Was einfach nicht isoliertes Natriumchlorid ist, sondern wirklich eine sehr, sehr gute Mineralienzusammensetzung hat. Hier in der Schweiz gibt es auch gutes Bergsalz, Bergkristallsalz. Ja, im Wallis, ja. Mhm. Entschuldigung, wenn ich... wenn die Frikadellen schön goldig sind, können sie auch noch haben mit Frikadellen. Der Dill kommt auch noch in das Dressing, oder? Ja. Mhm. Das sind auch alles Dinge, die können Sie vorbereiten zu Hause. Also es ist nichts. Und dann nur ein bisschen Knoblauch und dann ist es fertig. Was viel Zeit in Anspruch nimmt. Und diesen Dressing kann man sicherlich auch hervorragend mal zu Salaten essen. Als Soße, oder? Ja. Und den mag ich besonders gerne, nicht nur zu Fisch. Den nimmt auch den Knoblauchgeruch. Also wenn Sie mal eine Knoblauchfahne haben, die Sie haben sollten, wenn Sie Gelenkschmerzen haben, aufgrund der Wirkung, die ich Ihnen beschrieben habe, gerne einfach so zwei, drei Dillstängel hinterher. Okay. Okay, super. In der Zwischenzeit können wir für die marinierte Zwiebel den Fond zubereiten. Mhm. Die Marinade. Die Marinade, okay. Und dafür brauchen wir Apfelessig. Apfelessig, das ist ja schön. Apfelessig hat ja einen sehr, sehr reinigenden Effekt auf den gesamten Magen-Darm-Trakt. Neutralisiert auch Magensäure, ist wunderbar und ist ein altbekanntes Allheilmittel. Also fragen Sie mal Ihre Großmutter.
Die hat sicherlich Apfelessig immer mal wieder so das ein oder andere Wehwehchen verwendet. Was noch? Wasser, also ungefähr 2 Deziliter Essig, 2 Deziliter Wasser und ein bisschen Randensaft. Oh, ich liebe Randensaft. Ich auch. Mhm. Unsere Patienten, das macht ihr immer jeden Donnerstag nach dem Leberflash, nach der Lebergallekur, bekommen unsere Patienten dann um 10 Uhr frisch gepressten Rote-Bete-Saft, weil er eben so leberschützend ist und regenerierend. Ja. Und dann Zwiebeln? Ein bisschen Ahornsirup. Mhm. Wir möchten eine süß-sauer Marinade vorbereiten. Ich liebe das süß und sauer. Ja, also nicht gern. Sauer, süß und salzig. Ja, süß und sauer, weil Essig ist schon, ja. Und Senf haben wir hier noch. Ja. Mhm. Senföle haben auch ganz starke antientzündliche Eigenschaften und tun auch den ein oder anderen schlechten Warnbakterien den Gar ausmachen. Darf ich das da reingeben oder kommen die hier mit rein? Das können wir entscheiden. Wie? Egal, können wir auch direkt im... Ach so, und dann tut es quasi, die bleiben dort eigentlich, sollte man die Zwiebeln im Vorfeld vorbereiten. Ich habe hier jetzt einfach so 3-4 Prisen Senf dort reingegeben oder sollte ich die ganze Menge reingeben? Nur ein bisschen, so hast du super gemacht. Mhm. Und dann, ich habe die Zwiebel schon geschnitten. Aber sollte man die Zwiebeln vorher vorbereiten, ein paar Tage vorher, dass sie ein bisschen gehen können? Also ruhen? Nein, das können wir direkt à la minute machen. Okay. Ja. Und dann einfach, das ist auch ein sehr schnelle und einfache Rezept. Also diese roten Zwiebeln, das machen wir jetzt nicht, einfach wegen der Zeit. Liebe Zuschauer, hat Georgia im Vorfeld der Sendung schon ganz hauchdünn geschnitten. Mit Aufschnittmaschine, aber das kann man mit einer Mandoline machen. Die Mandoline kann man finden. Mhm. Im Geschäft? Ja, oder mit Messer. Ich habe gern, wenn die Zwiebeln dünn geschnitten sind, deswegen habe ich mit der Aufschnittmaschine gemacht und... Okay. In 5 Minuten habe ich das geschnitten. Was wichtig ist bei der Zwiebel, die hat wirklich viele Schafstoffe. Und schon Hildegard von Bingen hat gesagt, die Zwiebel, bei der muss man sehr vorsichtig sein, weil eigentlich ist gerade die rohe Zwiebel nicht so gut verträglich. Es ist besser, wenn man die Zwiebel wirklich ein bisschen kocht und wenn man einen starken Magen hat, dann kann man sie gut vertragen. Ansonsten muss man ein bisschen aufpassen mit der Zwiebel, weil manchmal kann man damit auch die Schleimhäute reizen. Also hier ist es gut, dass wir die Zwiebel wirklich jetzt auch mit dem heißen Sud übergießen. Das machen wir? Ja, machen wir. Dann ist sie quasi schon so ein bisschen... Es kocht, weil dann... Wir haben vorgekocht. Jetzt, ja, und dann, ich weiß nicht, ob das... Aber den Glas wird... Schieben wir im Ofen und wird beim Dampf 30 Minuten. Ah, dann wird es sogar noch eingekocht. Dann ist ja noch besser. Dann ist es einfach bekömmlicher. Viele Menschen haben ja wirklich mit Zwiebeln auch Schwierigkeiten, obwohl sie wirkliche Wunderwaffen sind, genauso wie der Knoblauch. Aber da kann man sich das zu Herzen nehmen, was die alte Klosterfrau Hildegard von Bingen gesagt hat, und dann wirklich auf gekochte Zwiebeln zurückgreifen in jeglicher Situation. Und wenn man, wie gesagt, Magenschmerzen hat, einfach vielleicht darauf verzichten. Darf ich ein bisschen in dem Rezept. Danke. Und einfach ein bisschen leicht drücken. Mhm. Und das kommt nachher jetzt im Backofen rein? Ja, das mein ist Dampf. Aber wer natürlich kein Kombi-Steamer hat oder kein Dampf, kann einfach den Glas im Wasser... Im Topf. So wie man einkocht nach Großmutters Art. Mhm. Ne? Zusammen im Wasser erhitzen und wenn es die Temperatur, wie viel Grad muss es haben? 100. 100 Grad, also wenn das Wasser kocht ist. 100 Grad und dann 30 Minuten? Ja. Okay. Und dann muss das Wasser quasi 30 Minuten die Temperatur von 100 halten und dann ist es eingekocht. Ich habe die Zwiebel vor 2 Wochen vorbereitet. Super. Das ist sowieso im Essig. Toll, diese Farbe. Ja. Schau mal. Ja. Traumhaft. Ja. Sehen Sie, liebe Zuschauer?
Das sieht aus wie Rambensalat jetzt, oder? Sieht aus wie Rambensalat. Rote Beete. Ja. Das machen wir oft in der Swiss Mountain Clinic. Wir benutzen auch nur als Deko für eine schöne Vorspeise vielleicht. Oder wenn wir ein bisschen, wenn wir eine grüne Vorspeise haben und brauchen etwas farbig, dann machen wir einfach Rote Beete. Ja, also eine rote Zwiebel im Rote Beete-Saft mariniert. Ja. Man kann ja wirklich auch mit Rote Beete mit dem Farbstoff viel machen. Kann ja auch T-Shirts färben, also das ist wunderbar. Sie sehen, so einfach ist es wirklich, sich ein gesundes Gericht zu zaubern auf der Basis der Kartoffel. Und man könnte auch hier wieder in den Joghurt gesunde Öle einarbeiten. Man kann auch mal sich ein gutes Omega-3-Fischöl kaufen und unterheben. Ist wahnsinnig gut, weil es ist antientzündlich und das brauchen wir, wenn wir Gelenkschmerzen behandeln wollen. Wir haben die Kartoffeln, wir haben die wertvollen Inhaltsstoffe von Kräutern und Gewürzen und vielen, vielen Menschen, soll ich sie raufsetzen? Ja, perfekt. Mit Gelenkbeschwerden ist wirklich schon geholfen, wenn die das Gluten weglassen, wenn die Milch weglassen, wenn die mal entsäuern. Und das können Sie auch wirklich einfach mal mit so einem Schnapsglas Apfelessig einfach mal probieren. Und dann gucken Sie die ein oder andere Sendung, die wir schon zu dem Thema gemacht haben oder zum Thema Übersäuerung. Und da werden Sie sicherlich wertvolle Tipps für Ihren Alltag finden. Und ihr seid Künstler. Ja. Und jetzt noch ein bisschen grün. Wunderschön. Meine Lieblings. Unsere Erbsensprossen. Und das Ziel sollte immer sein, egal welche Erkrankung, so wenig Medikamente wie möglich, besser keine. Und all die Inhaltsstoffe, die wir benötigen, aus der Natur, aus der Ernährung uns zu holen. Denn der Weg zur Gesundheit führt nicht durch die Apotheke, sondern durch die Küche. Ihr seid durch, he? Das Essen ist fertig. Herzlichen Dank. Ich darf es nachher auch gleich probieren. Da freue ich mich besonders drauf. Aber wir sehen einfach mal wieder, die Nahrung ist Medizin und Medizin kann unsere Nahrung sein, insbesondere bei Gelenkproblemen. Wir haben alles gehört, was wir umsetzen könnten. Und wenn wir das tun würden, dann können wir alleine übersetzen, ganz, ganz viele Probleme wieder loswerden. Und deshalb ist diese Sendung so unfassbar bedeutsam. Danke euch zwei ganz herzlich. Danke, dass ich zuschauen durfte und meinen Senf dazugeben durfte. Macht total Spaß mit euch. Habt ihr schön gemacht. Herzlichen Dank. Danke. Bis ein anderes Mal. Alle miteinander. Bis bald.